Hallo Leute, ich bin Ultimate Splendash und wir werfen heute einen Blick auf die Königin des Bienenstocks, Nyx. Nyx ist auf Gedankenkontrolle und Verwirrung spezialisiert, musste aber ihre Position als CC-Meisterin vorübergehend an unseren Gott und Meister Loki abgeben, als er sein Augment radiale Entwaffnung erhielt. Mit Update 17.5 erhielt Nyx aber einige kleine Verbesserungen, weshalb jetzt die Frage besteht, ob sie ihren Titel wieder verdient. Nyx Blaupause bekommt ihr im Markt für 25.000 Credits. Ihre Teile droppen von Furet, weshalb ihr die Augen nach Infektionsausbrüchen offen halten müsst. Nyx Prime findet ihr in der Void und besitzt zusätzliche Panzerung, Sprintgeschwindigkeit sowie Schildkapazität und startet mit einer zusätzlichen Depolarität. Alternativ ist Nyx samt Slot und Reaktor auch für 225 Platin erhältlich. Für das Platin bekommt ihr aber auch inzwischen locker den Prime in Handelschat. Nyx erste Fähigkeit, Gedankenkontrolle, zwingt einen einzelnen Feind dazu, vorübergehend die Seiten zu wechseln. Der betroffene Feind kann vom Verbündeten nicht verletzt werden. Eingehender Schaden vom Verbündeten wird gespeichert und erst gewertet, wenn die Kontrolle endet. Die Kontrolle endet nach einer bestimmten Zeit oder wenn die Fähigkeit erneut eingesetzt wird. Bestimmte Gegner werden ihre Buffs auch an euch oder die Buffs an euren Feinden einsetzen, solange ihr sie kontrolliert. Gegner wie Drak werden dauerhaft zu Verbündeten, wenn sie gespawnt werden, solange der zugehörige Meister kontrolliert wird. Ihre zweite Fähigkeit, psychische Bolzen, feuert bis zu 6 Projektile, die Feinde suchen und dabei auch Objekte durchdringen. Getroffene Feinde erleiden Schaden und haben eine 50%ige Chance, verstrahlt zu werden. Dadurch könnt ihr die Fähigkeit dazu einsetzen, eine Gruppe von Gegnern zu schwächen und gegeneinander aufzubringen. Ihre dritte Fähigkeit, Chaos, verwirrt alle Gegner in Reichweite. Verwirrte Gegner können nicht länger Freund von Feind unterscheiden, werden euch aber durchaus angreifen, wenn sich keine anderen Ziele bieten. Beachtet, dass Chaos von Gedankenkontrolle aufgehoben wird, aber keine Gegner betreffen wird, die kontrolliert werden. Ihre vierte Fähigkeit, Absorbieren, lässt Nyx unverwundbar werden. In diesem Zustand kann sie sich nicht bewegen oder andere Aktionen ausführen, absorbiert aber eingehenden Schaden. Wird die Fähigkeit erneut ausgelöst, löst sie eine Explosion aus, deren Stärke vom absorbierten Schaden abhängt und Magnetschaden verteilt. Diese Fähigkeit kann auch als Deckung für Verbündete oder Stasekapseln genutzt werden. Beachtet aber, dass ihr zusätzliche Energie verbraucht, wenn ihr Schaden absorbiert und dass Magnetschaden nur zu 10% absorbiert wird. Mein Bild besteht aus Fluss, Verstärken, Umlenkung, Überdehnt, Kontinuität, Ausdehnung, Vitalität und Stromlinie. Die hohe Reichweite und Dauer lässt mich große Gegnermengen effizient kontrollieren, während ich gleichzeitig kostengünstig Absorbieren nutzen kann, wenn ich viele Gegner um mich herum habe oder etwas schützen muss. Nyx gehörte vor dem Release von Strahlen der Entwaffnung zu meinen Must-Have-Frames und ich denke, sie hat diesen Titel jetzt wieder verdient. Nyx braucht keine Waffen, ihre Gegner sind ihre Waffen, wodurch sie in praktisch jedem Kampf das Blatt zu eurem Gunsten wenden kann. I am assuming direct control. Feel the power, Randall. Let it seep up your thighs and penetrate your body. Let it penetrate you, Randall. Feels good. Now release. Let it build up and release.